Wir schauen uns die Nummer 8 an von der Aufgabengruppe 2 von der Abschlussprüfung von 2019 für den Mathe mittleren Bildungsabschluss an bayerischen Mittelschulen. Die Nummer 8 ist eine Wahrscheinlichkeitsaufgabe, also Fachbereich Stochastik, und ich habe schon viel Aufgaben gesehen. Eine, die so ungewöhnlich, so schwierig auch wie die hier ist, habe ich selten gesehen. Schwierig deswegen, weil man hier mit so viel Text klarkommen muss und auch ziemlich logisch und analytisch denken muss. Schauen wir es uns an. Anja Schmidt schützt den Zugang ihres Computers mit einem vierstelligen Passwort. 8. 4 Stellen. Ich stelle mir das so vor, am Monitor sind dann hier 4 so Eingabefelder, wo man halt hier dann die richtigen Zeichen, Zahlen oder sonst was eingeben soll, um Zugang zum Computer zu erhalten. Und jetzt geht's schon los. Das Passwort besteht aus einer Kombination aus Buchstaben und Ziffern. Sie wählt für die erste Stelle einen der 26 Buchstaben des Alphabets. Allerdings wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Es gibt also 26 Großbuchstaben und 26 kleine Buchstaben, sind insgesamt schon 52 Möglichkeiten, hier etwas einzugeben. An der zweiten bis vierten Stelle folgt eine Ziffer. Ich kann also hier eingeben ein 1er, 2er, 3, 4, 5, 6, 7, 8er, 9er und eine Nuller. Es sind 10 Möglichkeiten, hier eine Ziffer einzugeben. Hier auch und hier auch. Das ist schnell zusammengerechnet. Entlang des Astes wird ja mal genommen. Es sind also 52.000 Möglichkeiten. Wenn man sagt, vorne muss ein Buchstabe sein, und hier eine Ziffer. So, das richtige Passwort soll in 2 Versuchen erraten werden. Wir kennen diese Aufgaben, man greift in eine Urne und zieht Kugeln raus. So ähnlich ist es hier auch. Ich greife also jetzt in eine Urne mit 52.000 Möglichkeiten, aber nur eine ist richtig. Und auf das zu kommen, finde ich bei dieser Aufgabe ausgesprochen anspruchsvoll. Wir haben schon viele dieser Aufgaben gerechnet mit verschiedenen Kugeln, die da rausgezogen werden. Wir ziehen jetzt aus 52.000 Möglichkeiten eine raus. Wir sollen ja versuchen. Wir wissen das Passwort nicht. Das bedeutet, wenn ich hier jetzt einen Baum zeichne, ich soll ja einen zeichnen, der für die ersten beiden zufälligen Versuche zutrifft, dann bedeutet das, für das richtige Passwort ist nur 1 von 52.000 richtig. Für das falsche Passwort jedoch die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, nämlich 51.999. Das sind alle anderen Möglichkeiten von 52.000. Du kennst diese Aufgaben mit anderen Wahrscheinlichkeiten. 3 rote Kugeln von 10 oder so. Jetzt haben wir so viele Möglichkeiten am Laufen. So viele Möglichkeiten gibt es, nur eine davon ist die richtige, alle anderen sind die falschen. So, jetzt zeichne ich meinen Baum weiter. Warum sollte ich, wenn ich das Richtige erraten habe, super unwahrscheinlich, aber wenn ich das geschafft habe und der Computer sagt, Zugang gewährt, dann brauche ich hier nicht mehr weiterrechnen. Das macht keinen Sinn, ich habe es ja richtig. Sollte ich die erste zufällige Eingabe falsch haben, was super wahrscheinlich ist, habe ich ja, steht hier, noch einen zweiten Versuch. Also kann ich ja nochmal das Richtige erwischen oder nochmal das Falsche. Und jetzt wieder anspruchsvoll, wir sind ja nicht so blöd und geben das, wenn das hier falsch war, das erste, geben wir ja, sagen wir, wir haben eingegeben A555. Dann geben wir ja nicht, weil wir blöd sind, nochmal A555 ein. Das bedeutet, wir haben eine falsche eliminiert, immerhin. Es ist immer noch eine richtig, allerdings von 51.999. Denn eine ist im Rennen. Das ist die, die wir hier falsch eingegeben haben. Falsch sind immer noch 51.998 von 51.999, weil wir, wie gesagt, eine falsche zumindest schon eliminiert haben. Das ist der Ereignisbaum für diese wirklich ungewöhnliche Aufgabe.
Gut. Beschriften Sie die Äste mit den Wahrscheinlichkeiten. Die gleiche Kombination wird kein zweites Mal vergeben. Ja, ohne zurücklegen. Ermitteln Sie rechnerisch die Wahrscheinlichkeit, das richtige Passwort in maximal zwei Versuchen zu erraten. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Ich mache es gleich beim ersten Versuch. Das ist dieser Ast. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 1 zu 52.000. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, erst falsch, dann richtig, entlang des Astes mal nehmen und die Äste addieren. Erster Ast plus der zweite Ast ist also 51.999. Von 52.000 mal die Chance 1 von 51.999. Den Rest müsste der Taschenrechner erledigen. Ein 52.000stel plus ein Bruch wird multipliziert, indem man Nenner und Zähler multipliziert. 52.000 mal 51.999. Ich kann die beiden jetzt nicht addieren, denn ich muss sie gleichnamig machen. Ich brauche auch hier diesen Zähler, also muss ich mit 51.999 erweitern. Tja, wirklich ungewöhnlich diese Aufgabe und schwierig zugleich. Was kommt da raus? Das kann ich ja in den Taschenrechner eingeben. Im Zähler steht dann 103.998. Der Nenner bleibt beim Addieren gleich, also kann ich die beiden hier multiplizieren. Das ist eine Riesenzahl, ich schreibe sie trotzdem mal auf. Hey, 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 das sind 2.703.948.000. Dann teile ich die beiden Zahlen durch. Und komme auf ein 26.000stel. Das ist 1 zu 26.000. Das kann ich natürlich jetzt, wenn ich das durchteile, kommt diese Zahl hier raus. Das entspricht 0,0000 gerundet 4 oder 3 8. Das ist der Dezimalbruch und die Kommastelle. Ich runde jetzt mal auf 4. Und ja, das wären, wenn ich es noch in Prozent ausdrücken möchte, da ist die Kommastelle für Prozent 0,004%. 0,004%. Das ist verschwindend, aber das ist ja der Sinn von einem Passwort. Ich möchte nochmal betonen, so eine Aufgabe, wenn im diesjährigen Abschluss dran käme, da würde ich mir überlegen, ob wir nicht die andere Aufgabengruppe nehmen. Das ist außergewöhnlich schwierig. Dann geht es hier gerade noch weiter. C. Hier steht, berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, mit einem Versuch die richtige Kombination zu erraten, wenn wir Hinweise haben. Auch da muss man wirklich sagen, ein hohes Maß an Logik und gesundem Menschenverstand.
Wenn ich weiß, ich zeichne mir die vier Stellen noch mal hier. Hier sind die Hinweise. Der Buchstabe, der ist ja bekanntlich vorne. Das ist entweder ein A oder ein S in Großschreibung. Also habe ich bei der Eingabe, wenn ich das weiß, hey, das da vorne ist ein A oder ein S in Großschreibung, habe ich eine 50-50 Chance. Entweder ist es das große A oder das große S. Also 1 von 2. Dann die erste Ziffer, die hier ist eine 8. Ja, wenn ich das weiß und mich nicht vertippe oder blöd bin, dann tippe ich auch die 8 ein, also ist hier die Wahrscheinlichkeit 100%. Und jetzt gibt es noch einen Hinweis für die letzten zwei Stellen. Es ist keine 0 und keine ungerade Ziffer. Ich zeichne mir alle Ziffern hier mal schnell auf. Das sind alle 10, die wir haben. Und keine 0 und keine ungerade. Keine 1, keine 3, keine 5, keine 7, keine 9. Es bleiben also 2, 4, 6 und 8. 4. Das bedeutet, wenn nur 4 in Frage kommen, habe ich 1 von 4. Und auch hier 1 von 4. Entlang des Astes wird multipliziert. Wir haben also, da mache ich nur ein Eintel draus. 1 mal 1 mal 1 mal 1 ist 1. Und unten habe ich 2 mal 1 ist 2. 2 mal 4 ist 8. Und 8 mal 4 ist 32. Ich habe also ein 32. Obwohl ich so tolle Hinweise habe. Hey, das ist ein A oder ein S. Das ist die 8. Und da ist es eine gerade Zahl. Und keine 0. Habe ich trotzdem nur eine Chance von ein 32. Ein 32. kann ich auch noch als Dezimalbruch schreiben, gerundet. 0,03. Oder eben 3%. Gut.